Timo Werner nach dem 0:0 gegen den Hallischen FC. Timo, ihr hattet euch ja sehr viel vorgenommen für das Heimspiel heute, Bremer Brücke. Über 9000 Zuschauer waren da. Woran hat es am Ende gelegen? Ja, letzte Konsequenz, im letzten Drittel einfach die Chance nicht gemacht. Das ist ärgerlich. Dennoch war es wichtig, dass wir halt auch immer auf der Hut hinten sind. Das haben wir gut gemacht, aber ja, wir müssen vorne einfach viel konsequenter sein, zielstrebiger, geiler auf das Tor. Und da müssen wir uns einfach verbessern. Weil ich finde es echt schwer zu sagen, was in dieser Partie nicht gereicht hat, weil ihr habt am Ende alles dafür gegeben, viele Möglichkeiten erspielt. Ist das das Positive dann, dass man sagen kann, ihr habt dann am Ende hinten nichts mehr zugelassen? Ja klar, das ist sowieso positiv, dass wir wenigstens die Null gehalten haben, aber ich hätte lieber 2-1 gewonnen heute. Gucken wir mal eben auf Dienstag, DFB-Pokal Freiburg. Was geht in dir vor, wenn du dran denkst? Gerade noch nicht viel. Klar, es wird hoffentlich ein schönes Spiel für uns. Wir freuen uns auf dieses Spiel, das wird ein Highlight. Und jetzt heißt es erstmal regenerieren und dann ab. Morgen nach dem Training hat der Trainer gesagt, sollen wir uns dann auf Freiburg vorbereiten und das werden wir dann auch machen. Viel Erfolg dabei, danke. Dankeschön.